Die Kluft loderte im Feuer, während die letzte Nachricht der beiden Kuriere als Flammenspur einen Bogen durch den Himmel zog. Raketen fielen auf die RNK und die Karawanenstraße Long 15 hinter dem Mojave Outpost, wo die Reise des Kuriers begonnen hatte. Die Karawanen und die RNK-Außenposten entlang der Strecke lagen in Schutt und Asche. So katastrophale Schäden die RNK auch hingenommen hatte. Der Kurier wurde dadurch stärker. Er hatte keine Geschichte und keine Heimat mehr. Es war das Ende des Wegs. Die Straße, die dorthin geführt hatte, und die damit verknüpfte Geschichte waren ausgelöscht. Hopeville brannte lichterloh in der Nacht. Unsichtbares Strahlenfeuer ließ die Stadt von innen und außen verglühen. Es heißt, ein Mann sei noch über die Straßen gezogen. Mit einer abgenutzten Jacke und der Flagge der alten Welt auf dem Rücken. Er blieb dort, vielleicht als Strafe für die Wunden, die er verursacht hatte. Oder als Erinnerung an eine Geschichte, die er nicht vergessen konnte. Für Ulysses war die Geschichte vorüber. Der Kurier hatte unter seiner Reise einen Schlussstrich gezogen. Der Kurier kehrte seiner Heimat erneut den Rücken und wanderte durch die tückische Kluft wieder zurück. Die Tunnelgräber und Gezeichneten ließen die einsame Figur so passieren, als hätte der Kurier das Recht dazu. Oder als hätten sie Angst. Der Kurier ging weiter. Erneut bis zur Grenze der Kluft. Dies war sein letzter Weg von der zweiten Schlacht um den Hoover-Staudamm. Dort lag am Boden ein letztes Paket, das von einem anderen Kurier stammte. Eine Truhe mit einem Geschenk und einer Nachricht. Den Inhalt solcher Nachrichten kennen nur die Kuriere selbst. Die Lichter leuchteten über der Kluft. Als Erinnerung an die Geschichten der alten Welt, die in der Gegenwart gedeutet werden wollen. Es heißt, der Krieg sei immer gleich. Für den Menschen gilt das nicht. Er kann sich seinen Weg aussuchen. Diese Straße war nun zu Ende.